Tipps zum Auswendiglernen. Es ist ja wichtig, dass man einerseits die Lagen, die Töne in die Finger bekommt, die Stricharten in den Bogen bekommt. Aber auswendig lernen ist auch wie ohne Instrument entscheidend. Ihr müsst sozusagen lernen, dieses Stück zu singen. Wie ihr ein Lied lernt in der Schule oder vom Radio, hört ihr einen Song 10-mal und wenn es halt eine coole Melodie ist, wird sie ganz schnell ein Ohrwurm. Hier sind die Melodien vielleicht manchmal ein bisschen komplizierter, aber wenn ihr übt, probiert sie mal auch laut mitzusingen. Also man kann ja spielen und singen. Jetzt wäre es möglich, es völlig ohne Cello zu singen, ne? Wie ein Lied. Übt in kleinen Abschnitten, stellt euch den Notenständer nicht direkt vor die Nase, sondern auf die Seite, um nicht immer reinzuschauen. Oder ihr stellt den Notenständer völlig weg, wenn ihr es schon spielen könnt ein bisschen, und legt die Noten auf den Boden. Ja, so könnt ihr zwar immer mal wieder schauen, aber ihr starrt nicht immer hinein, obwohl ihr vielleicht schon viele Passagen ohne Noten spielen könnt. Ja, und dann einfach wiederholen, kleine Abschnitte lernen, probieren sich das zu merken, probieren sich die Lagenwechsel einzuprägen, den Rhythmus mitsingen, 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 laut mitsingen. Und so werdet ihr das sicher super herausbekommen. Und am Ende macht es natürlich wahnsinnig Spaß, weil man freie Augen hat, die dann mal gucken können, wo man streicht, wie der Arm aussieht, was die Finger machen, was um einen herum los ist. Plötzlich ist man wesentlich virtuoser, als wenn man nur in die Noten schaut. Also, ich wünsche euch sehr viel Spaß und Erfolg und ich freue mich auf die Ergebnisse. Tschüss!